Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute schauen wir uns mal zusammen die Lookfantastic Beauty Box an oder Lookfantastic The Box von Januar 2024. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich bekomme die Box zum einen in Kooperation zugeschickt, zum anderen habe ich sie auch selber im Abo, zahle da 17 Euro pro Monat für und deswegen verlose ich immer eine Box auch in diesen Videos. Also alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Und ja, wie gesagt, eine monatliche Beauty-Box, eine Abo-Box, wo wir, ich glaube, 6 Produkte monatlich drin erwarten dürfen. Und ich habe euch jetzt gerade am Sonntag ein Video hochgeladen, kann ich euch im E-Mail verlinken, wo ich euch auch so ein paar Beauty-Boxen generell vorgestellt habe. Und die Lookfantastic Beauty Box ist auf jeden Fall eine, die sehr, sehr, sehr groß in meinem Herzen drin ist. Da bin ich aber sehr unemotional und habe einfach nur Zahlen, Daten, Fakten, Infos rausgehauen. Genau, ihr könnt, wenn ihr die Box neu abonniert, mit dem Code CLAUDIWELT, das S wurde entfernt, ein bisschen was drauf sparen, wenn ihr möchtet. Ich habe euch einen Link dazu in die Infobox gesetzt. Ihr könnt mit dem Code auch auf super viele andere Produkte im Onlineshop sparen, denn das ist bei der Lookfantastic Beauty Box nämlich so ein Alleinstellungsmerkmal, dass wir dort einen Online-Shop auch mit dabei haben mit super coolen High-End-Brands. Und diese High-End-Brands möchten auch immer gerne in der Lookfantastic Beauty Box vertreten sein, meist in kleineren Größen, einfach um die Konsumentin zu überzeugen, dass es ein geiles Produkt ist. Da habe ich auch schon das ein oder andere drüber kennenlernen dürfen und ich bin gespannt. Im Januar geht es eigentlich immer eher so Richtung Pflege. Ich wünsche mir aber natürlich immer auch ein bisschen dekorative Kosmetik. Die Box kommt in dieser Box und das ist schon die Box. Wie oft kann man Box sagen, ne? Und hier haben wir ein Seidenpapier und es kommt alles sehr grün daher und ich sehe schon direkt ein Produkt, was ich glaube ich sogar gerade, ja jetzt nicht gerade, sondern gleich auf meine Nägel mache, denn nach diesem Video werde ich mir die Nägel machen. Ja, hier haben wir Discover More About the Brands Inside This Edit. Also hier haben wir ein Kärtchen mit dabei mit einem QR-Code, den man scannen kann. Da sind die Produkte aufgeführt. Das ist ein digitales Heftchen. Und hier haben wir jetzt auch schon das erste Produkt. Ist es das? Nee. Ich habe das nämlich als Base Coat und den werde ich auch gleich anwenden. Get Hard Rebuilding Nail Hardener von Nails Inc. Und sowas kann ich sehr gut gebrauchen. Also ihr seht jetzt ja auch meine ungemachten Nägel, weil ich sie gleich machen werde. Und die sehen sehr brüchig aus, weil ich mach halt viel mit meinen Händen. Nicht nur durch die Adventskalenderzeit tatsächlich ist das sehr zu Schäden gekommen, sodass sehr oft dann auch meine Nägel eingerissen sind und so, sondern auch, weil ich auch viele Pakete packe, weil ich einfach viel mache und meine Hände bzw. meine Nägel müssen halt immer wieder drunter leiden. Deswegen finde ich es gut, dass wir hier Nail Hardener drin haben. Ist ein Produkt, was man eigentlich ganz gut gebrauchen kann. Das ist etwas, ich glaube, jeder von uns hat einen Gua Sha Stein zu Hause, oder? Weiß ich nicht. Solltest du keinen Gua Sha Stein haben, abonniere gerne die Box, dann bekommst du nämlich einen. ich muss eben was trinken. Oh mein Gott. Ich habe heute zu viel geredet und zu wenig getrunken. Das ist manchmal so, ne? Von So Oko, ein Jadestein Gua Sha. Das Positive hierbei ist, dass es wirklich ein Jadestein ist. Wir hatten auch schon mal sowas in Boxen drin, dann war das aus Plastik. Ich lasse ihn hier drin, denn ich habe einen aktuell in Anwendung von, ich glaube, Maxime Giacomo aus dem, ne, von Giacomo Cosmetics oder von Maggiamo ist es ja mittlerweile. Und der gefällt mir sehr, sehr gut, ist aber Rosenquarz. Das hier ist jetzt Jade und je nachdem, welche Steinart man nimmt, sollen die auch unterschiedliche Wirkungsgeschichten auf dem Gesicht haben. Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall zu Lymphdrüsen, Lymphdrainage, ne? Und das soll halt einfach das Gesicht entschlacken, keine Ahnung, ne? Das soll halt einfach helfen. Ich muss einfach unterm Strich sagen, wenn ich ein Gesichtsöl einarbeite und das verwende, tut es mir einfach gut. Deswegen ist es auch schön, dass es drin ist. Dann habe ich hier etwas von Philip Kingsley drin, den Maximizer Root Boosting Spray. Das soll Volumen geben mit 60 Millilitern und genau, das ist ein hochpreisiges Produkt, deswegen ist es schön, dass es drin ist. Ein bisschen was für die Haare, wo wir jetzt ja auch schon die Nägel und das Gesicht abgefrühstückt haben. Und das finde ich schön, werde ich persönlich jetzt nicht verwenden. Ich finde, also ich habe jetzt ein bisschen plattere Haare, weil wir eben einkaufen waren und es etwas nass und diesig draußen ist. Aber ansonsten, also mir gefällt das Volumen in meinen Haaren. Deswegen werde ich das jetzt so nicht verwenden. Aber ich finde es schön. Philip Kingsley hat ja auch schon mal so eine eigene Box mit Lookfantastic zusammen. Die haben ja super viele Limited Editions immer wieder am Start. Und da war der, glaube ich, auch drin, wenn ich mich richtig erinnere.
Da waren aber auch andere Sachen drin und die machen halt wirklich was mit den Haaren. Und das finde ich persönlich sehr schön. Ja, das waren jetzt 3 Produkte, 3 weitere sind noch in der Box drin enthalten. Und das hier ist, ich denke mal, das dekorative Kosmetikprodukt der Box. Dr. Lip Superfood Elderberry Tint. Lips, Cheeks and Eyelids. Oh mein Gott, 8 Milliliter. Also ich glaube nicht, dass ich mir dieses Dunkelrot-Beeretönchen auf die Augen geben würde. Es sehe, glaube ich, etwas verheult aus. Das hier ist schon ein bisschen grenzwertig. Ne? Da habe ich ein Fullface, Drogerieneuheiten gerade im Gesicht. Kommt bald online. War interessant. Und ja, finde ich aber sehr schön, dass man das vielleicht so als Blush verwenden könnte. Für die Lippen so als kleiner Hint of Tint auch gar nicht so verkehrt. Ich meine, dass wir das auch mal irgendwo in so einem Rosaton oder so drin hatten. Da gefällt mir so ein Bärenton eigentlich ein bisschen besser. Als nächstes oder vorletztes habe ich von Weleda Skin Food. Rich Intensive Skincare. Eine nährende Intensivpflege für sehr trockene, rissige Haut. Und da haben wir 10 Milliliter drin. Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in Anwendung und habe das so für meine Schienbeine verwendet. Jetzt mittlerweile habe ich meinen Kleidungsstil etwas verändert, sodass ich nicht mehr so viel Stiefel trage. Sonst habe ich sehr, sehr viel Leggings und Stiefel oder so Feinstrumpf Hosen und Stiefel getragen. Da sind tatsächlich meine Schienbeine irre trocken durch geworden. Und da hat mir sowas dann immer geholfen. Was das aber auch gut machen kann, hier an den Ellenbogen, ne, da hat man oft ja auch so trockene Stellen, dass man sich das da drauf macht oder so. Oder wenn man halt so punktuell irgendwelche Geschichten am Körper hat oder so, kann das, glaube ich, ganz gut sein. Vielleicht auch so die Knie oder so, die werden bei mir auch in Mitleidenschaft aktuell gezogen, weil ich sehr viel durch die Gegend krabbel. Und genau, das ist für Gesicht und Körper geeignet. Das heißt, auch wenn du eine trockene Stelle im Gesicht hast, kannst du das verwenden. Und ich wusste nicht, dass Weleda auch bei Look Fantastic vertreten ist. Also dafür sind die Beautybox auch immer ganz interessant. Manchmal sind da Marken drin, die auch gar nicht im Online-Shop drin sind. Da wird dann quasi durch die Box geschaut, kommt das bei den Konsumentinnen an? Möchten wir das vielleicht auch sogar als Produkt oder als Marke mit in unseren Shop aufnehmen? Und das Letzte, was wir hier drin haben, ist das Stress Check Mood Manager Spray. Mensch, von This Works mit 10 Millilitern. Und ja, sowas soll man dann also jetzt nicht zum Schlafen, da gibt es ja das Deep Sleep Pillow Spray mit Lavendelduft, ne? Das kann man sich so auf das Kissen oder aufs Bett machen und das hier ist dann mehr dafür gedacht, dass wenn du, keine Ahnung, im Büro bist oder wenn ich jetzt hier bin zum Beispiel und wenn ich Stress hätte oder so, dass ich mir das dann so in die Luft machen kann und dann habe ich alles etwas entspannter. Keine Ahnung. Möglicherweise kann das funktionieren. Bei manchen Leuten ist ja Aromatherapie auch wirklich ein ganz großes Thema, was dann auch sehr hilfreich sein kann. So, wir haben jetzt hier 6 Produkte in der Box, die uns alle so ein bisschen chillen wollen. Also der Nailhardener ist so ein bisschen, ja, du hast ganz viele Weihnachtsgeschenke ausgepackt und ganz viel gerödelt und gemacht und getan. Jetzt kannst du deine Hände mal wieder beruhigen. Kommt für mich persönlich wie gerufen. Dann der Gua Sha Stein, wo man sagt, okay, du hast einfach mal verdient, dir so ein bisschen mehr Liebe ins Gesicht zu geben und Skincare und so weiter. Ne? Dann Root Maximizer, dass du deine schlaffen Haare etwas mehr wiederbeleben kannst, wobei ich das eher so im Sommer sehen würde. Im Winter ist es für mich eher so, da haben wir doch alle eher so elektrisierte Haare, da haben wir eh schon Volumen. Den Tint finde ich großartig, weil das ist eigentlich ein total chilliges Produkt, eben dadurch, dass du das ja auch ohne, dass du groß geschminkt bist, anwenden könntest. So auf den Lippen, auf den Wangen, Augen, okay, ne? Also ein Produkt für alles, dann Skin Food, dass du da deiner Haut Nahrung gibst, dass das Ganze halt repariert wird und dann noch dieses Stress Check. Also von der Konstellation passen die Produkte auf jeden Fall so zu einem Thema. Ich kenne das Thema nicht, denn es steht nirgendwo. Wahrscheinlich steht es online, aber ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass das Motto bedeutet, starte entspannt ins neue Jahr. So würde ich das Motto nennen. Keine Ahnung, ich habe euch das mal in den Titel reingeschrieben, wie das so online geschrieben wird. Ich lasse mich dann auch selber beim Schnitt überraschen. Entschuldigung, aber ich finde, die Produkte sind sehr, sehr gut aufeinander abgestimmt und auch auf die aktuelle Zeit. Was meint ihr? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, die Box zu abonnieren, denkt an Claudi Welt. Das gibt euch auf jeden Fall gut Rabatt und in der Infobox ist nochmal ein Link dazu. Und ja, dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.